Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell heute am Mittwoch, dem 8. Januar. Wieder direkt von dem Bundeskanzleramt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir starten. Ja, Sie sehen, der Weihnachtsbaum wurde schon entsorgt. Und es ist 18 Uhr. Franz, gehst du noch mal kurz zurück? Ja, ich muss mein Auto woanders hinstellen. Aha. Also es verzögert sich noch einen kurzen Moment. Unser lieber Franz Wiese muss der Polizeimacht weichen, er kommt gleich zurück. Ja, und Sie haben es gehört, damit herzlich willkommen zum Merkel-Muss-Weg-Mittwoch. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Ein schönes Neues wünschen wir Ihnen noch und bleiben Sie gesund. Herzlich willkommen zur 145. Veranstaltung Merkel-Muss-Weg-Mittwoch. Und wie gerade im Hintergrund schon zu hören war vom Wolfgang Franz Wiese, ist schon eingetroffen, muss aber noch mal sein Auto woanders deponieren aufgrund einer Anweisung der Polizei. Und dadurch verzögert es bei uns noch einige Minuten. Aber Sie sehen, der Merkel-Muss weg Mittwoch. Mitstreiter stehen wieder direkt vor Ort und freuen sich, dass auch Sie wieder mit dabei sind, wo immer Sie auch zuschauen. Schauen Sie, darf ich hier zwei Mikros geben? Eins bitte. Danke, Wolfgang. Guten, ebenfalls. Guten Tag. Schön gesund bleiben. Also der Franz ist noch mal kurz weg zur Information. Er muss noch mal das Auto umstellen auf Anweisung der Polizei. Wir starten in wenigen Minuten mit dem Merkel-Muss-Weg-Mittwoch, die 145. Veranstaltung heute. Ich darf jeden Einzelnen recht herzlich willkommen heißen. Und wie schon gesagt, heute auch mit dabei Andreas Wild. Und der hat auch wieder Donald Trump, zumindest als Pappfigur, mit dabei. Und da gehe ich doch schon mal rüber. Heute etliche Parteifreunde von der AfD Berlin mit dabei. Hallo. Hallöchen, ja, ich bin froh und stolz und glücklich, dass ich wieder mal Franz Wiese unterstützen kann. Und ich habe gerade beim landesweiten Stammtisch für die Veranstaltung hier Werbung gemacht, weil es hieß, es gäbe keine AfD-Demo in Berlin. Aber die von Franz Wiese ist ja legendär und da bin ich froh, dass ich hier sein kann und Sie unterstützen. Und wir freuen uns auch wieder, dass der Andreas Wild mit dabei ist und schon so oft dabei gewesen und heute auch wieder mit Donald Trump hier im Arm sozusagen. Hier auch noch jemand Bekanntes, war das aus Neukölln? Ja, ich bin der eine Schotten aus Neukölln. Genau. Dort der Kassenwart. Ah. Stand und naja, ich unterstütze ein bisschen den Andreas hier. Jo. Schön, dass ihr beide da seid und die anderen natürlich auch heute, wie gesagt, zum 145. Mal bereits. Ich darf schon mal den Hinweis geben, bevor es hier losgeht, die 150. Veranstaltung ist am 12. Februar, schon mal vormerken. Und ja, lassen wir uns nachher noch was einfallen, ich habe hier noch was mit. Aber wie gesagt, wir warten auf Franz Wiese. Um die Zeit aber zu verkürzen, werden wir noch mal sagen, warum wir hier sind. Merkel muss weg! 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 Merkel muss weg!
Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Aber schnell! Vielen Dank! Hier sehe ich auch ein altbekanntes Gesicht, wieder mal vor Ort. Ja. Ganz genau. Da freuen wir uns auch ganz besonders. Und ich sehe auch hier unseren Mitstreiter, den Wolfgang Grietz. Herzlich willkommen, grüß Gott. Grüß ebenfalls Gott. Servus, sag ich lieber. Genau. So die kleinen Sabotage-Dinger. Sag mal, was macht ihr denn, wenn Angela Merkel zurückgetreten ist bis zum 15. Februar? Dann könnt ihr ja die 150. Demo gar nicht machen. Wir lassen uns überraschen. Dann wird endlos gefeiert. Und hier zu schließen. Naja, ist ja alle Merkel muss weg, oder Merkel ist weg. Wolfgang, nimmst du mal bitte kurz? Ja, könnt ihr nicht mal ein Stück nach hinten gehen? Das riecht hier auch. Wir nutzen die Zeit noch, bis der Franz eintrifft. Ein Stückchen nach links rüber, weil wir stehen hier direkt am Gulli, bevor wir hier noch ins Gulli fallen. Gehen wir ein Stückchen weiter nach, von mir aus nach rechts gesehen. Mach du mal. Und die bitte einfach nur rüberschieben und hier unten anfassen. Hier. Ich bin ja schon rüber. Reicht. Wir sind schon geblendet. So. Aber durchaus noch ein bisschen rüber. Nee, ja, na klar. Ja, der hat kaputt gemacht. Und ich komme noch mal rüber. Es hält noch, Mario. Die Beleuchtung hält. Wir beide machen mal für die Zuschauer. Oh, die sind jetzt gerade ein Stückchen weggedreht. Also, liebe Zuschauer, wir rücken sie wieder richtig ins Bild. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Ich möchte mal die Zeit überbrücken, eine Patriotin in Hannover grüßen, die mit mir in Kontakt steht. Sie möchte namensmäßig nicht genannt werden, aber unabhängig davon. Grüße nach Hannover. Sie hat mir vermittelt, sie würde jedes Mal mit hierbei sein, denn sie ist eine tolle Befürworterin des Merkel-Protestes. Sehr gut. Jawohl, das freut uns. Ganz liebe Grüße nach Hannover und ich persönlich, wohl ja, aber schnell raus mit den Nazis, aber schnell mit den Nationalsozialisten. Und von mir spezielle Grüße natürlich wieder nach Köln an den dortigen Zuschauer, der auch immer so nett schreibt. Und da können wir das nochmal hier, wir drei mal, Wolfgang, ich und der Andreas, 150. Veranstaltung, wie gesagt, am 12. Februar, hier direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin, kommen Sie hier ab 18 Uhr, 12. Februar, Mittwoch. Es sind nun nicht nur die hier Anwesenden aufgerufen zu kommen, sondern auch alle Freunde, Bekannte und die uns hier per Videoschaltung zusehen. Am besten aus ganz Deutschland. Genau. Und aus Amerika. Da habe ich so meine Zweifel. Ja, Sie sehen, wir warten auf Franz Wiese. Da hinten kommt er auch schon.
Ich hatte vor ein, zwei Tagen ein Gespräch mit einem Versicherungsmakler und als ich so ein bisschen die Tendenz in Richtung der Situation hier in Deutschland aufzeigte, meinte er mit mir mit wahren Worten und richtig, sagen wir mal, prägnanten Gesicht: Was wollen Sie denn? Uns geht es doch gut in Deutschland. Und er hat dabei vollkommen vergessen, dass junge Leute mit 25, 30 bereits an den Papierkörben stehen und Flaschen sammeln müssen. Also es fehlen einem die Worte. Aber auf der anderen Seite, ich bin guter Hoffnung, wir brauchen nicht mehr viel Kraft hier zu stehen, weil Frau Merkel wird demnächst abtreten müssen. Jawohl, Merkel muss weg. Und jetzt, wir begrüßen mal mit freundlichen Rufen Franz, denn er ist eingetroffen. Er kommt hier von drüben und wird gleich da sein. Franz, bitte rüberkommen. Hallo Franz. Und da ist er. Das Mikrofon, guten Abend. So, guten Abend. Gutes Neues, bevor ich zu schimpfen beginne. Ja. MFD, was ist los? Merkelfreies Deutschland. Ja, das ist eine neue Variante. Klaus, ich habe einen Brief für dich. Dankeschön. Da ist die erste Million drin. Ich hoffe in D-Mark. Ich begrüße den Herrn Trump in Begleitung von Herrn Andreas Wild. Meine Ehre. Der ja, habe die Ehre. Wie Brotschka, ne? Habe die Ehre zusammen. Das ist bayerisch jetzt. Ja. Also, nicht, dass ihr denkt, ich bin schon im neuen Jahr schon wieder zu spät. Ich war schon da vorne. Aber, da kam dann ein junger Mann, der angeblich von der Polizei ist, so wie sie angekleidet waren, wahrscheinlich Staatsschutz. Wir müssen ja beobachtet werden. Ja. Und wenn wir demonstrieren und protestieren, das gab es schon früher, die Deutschen lösen erstmal ein Parkticket, damit sie auch richtig stehen. Das gilt nach wie vor. Ich habe ihm versucht, das zu erklären, was der Grund ist, dass ich also nicht erbaut bin, hier unbedingt ganz nah da dran zu sein. Aber lassen wir das, das sind sie so. Jammern werden sie, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen, wenn man sich die Entwicklung anschaut. Wo waren die denn eigentlich, wo hier die Umweltzeuge und da beschimpft wurden? Waren die dann auch da? Nee, die waren nicht da. Beim BDR waren sie auch nicht da. Die sind nur da, wenn hier die Ordnung, die andere festlegen, vermeintlich in Gefahr gerät. Dass die Ordnung schon lange in Gefahr ist, kriegen die wahrscheinlich auch nicht mehr mit. Die sitzen heute in ihren Amtsstuben, fahren zu dritt jetzt raus. Die in Uniform mussten wahrscheinlich woanders hin. Aber das Seltsame war, kaum war ich im Auto drin, bin ein paar Meter zurückgefahren, sind die auch weggefahren. Also hier geht es nicht um Sicherheit, hier geht es ganz einfach. Der einfache Gockel Deutsch soll hier den Schnabel halten und soll verschwinden. Demonstriert wird heute nicht, jetzt ist ja schon 18 Uhr. Wo kommen wir denn da hin? Also Amtsstuben werden jetzt geschlossen. Und er hatte wahrscheinlich jetzt die Hoffnung, der junge Mann, dass ich jetzt wieder heimfahre. Er weiß nicht. Dabei bist du ja hier zu Hause. Ja, eben. Er hätte ja fragen können, wo ist denn Ihre Hängematte? Ja? Aber da sieht man mal. Du siehst ja, Franz, sogar eine Fahrradfahrerin oder ist das ein Mann, der filmt dich oder sie filmt dich von hinten? Sie können uns auch von vorne filmen. Sie dürfen auch hierher kommen. Ja, jeder darf hier kommen. Sie wollen von Merkel ein Bild haben. Nee, das gibt's heute nicht. Ja, jedenfalls wahrscheinlich auch Staatsschutz oder sowas. Die fahren jetzt mit dem Fahrrad, das sind die Anfänger. Die Lehrlinge, Lehrlingsausbildung heißt Fahrradfahren lernen. Na gut, ich habe ja heute mitbekommen, dass man in Brandenburg den Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Nürnberger, entlassen hat, weil er nicht, das ist jetzt meine Interpretation, scharf genug. Nein, weil er sich dahingehend geäußert hat, nicht die AfD beobachten zu wollen.
Denn das ist eine politische Geschichte, das soll auf der politischen Seite passieren. Zwei Tage später war sein Job wieder los. So, ja, wer weiß, wer jetzt als nächstes kommt. Ich hoffe nur, dass für diese Herrschaften, die hier Rochade spielen, also nicht die, die schon immer bei der Stasi waren oder bei der DDR waren oder Doktor der Stasi. Nee, was möchte der? Der möchte Doktor und dann in Klammern Stasi, damit jeder weiß, wo der seinen Doktor gemacht hat. Finde ich ganz gut. Was glaubt ihr, wie viele keine Doktor mehr sind? Von heute auf morgen? Ja, weil sie gekocht waren. Naja, nee, die haben schon ihren Doktor gemacht, aber ich habe mir das ja erzählen lassen, ich kenne das ja nicht, ich habe mir das erzählen lassen. Wenn die in bestimmten Universitäten oder bestimmten Schulen oder was auch immer ihren Doktor gemacht haben, wusste man sofort, konnte nur einer von der Stasi sein. So, und diese Gestalten laufen heute rum. Wir haben ja selber auch genügend. Brandenburg ist ja so ein kleines Eldorado. Die einen sind nach Südamerika abgehauen, die haben da auf keinen Doktor mehr einen Wert gelegt. Die haben nur auf die Millionen Wert gelegt, die sie dann im Flieger noch mitgenommen haben. Und die anderen waren zu blöd, trotz Doktor. So, jetzt sind sie heute da, jetzt müssen sie mit ihm leben. Ja, Leute, ich wollte euch im neuen Jahr recht herzlich begrüßen. Auch unsere Freunde im Livestream. Alleine die Ankündigung, habe ich gesehen, sind ja schon fast 5.000 oder 6.000 Klicks gewesen, oder? Ja, deine Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße. Ach, die Weihnachtsgrüße, die waren da hinten. Richtig. Bei der Schweizer Botschaft. Bethlehem, so ungefähr. Also ihr habt ja gesehen, es war nur ein Baum, schöner Baum. Aber wir haben auf jeglichen Schmuck verzichtet. Dank. Dankeschön. Ich bin der Schmuck selber. Ja. Also wer zweifelt denn hier? Andreas. Andreas, du hast mir aber auch was Nachdenkliches geschickt. Ich musste erfahren, dass es bei uns Leute gibt von der AfD, die wissen gar nicht, dass wir hier sind. Was? Ja. Ja. Die oberste Etage ist es. Die wollen das nicht. Vor Weihnachten noch gewählt. Die wollen das nicht wissen. Und heute, nee, das, ja, weiß ich, warum sie es nicht wollen. Und es gibt Leute, die kennen mich gar nicht. Obwohl ich mit denen 2016 in Brüssel noch beim Mittagessen war, weil ich Lucke keine Zeit hatte. Und jetzt gibt es mich nicht mehr. Und der Justiz Jahr vom Landesverband bezeichnet und Leute hier, die hier stehen, als Nazis. Das ist das Schärfste. Da fehlen mir Worte. Das? Dr. Michael Adam. Ja. Es gibt auch die Eva. Da stehen ja Nazis. Auch in der AfD gibt es Evas, genau. Wie den Adam auch. Es gibt halt überall. Wir haben, also ich muss euch eins sagen, ich habe das ja alles schon durch. Die ganzen, den Beginn, die ganzen Tralalas. Ich habe gedacht, wir sind gereift. Aber das ist leider. Je weiter manche kommen, desto schlimmer wird es. Du bist dann der Böse, wenn du was sagst. Oder man kennt dich nicht. Ich lege da auch gar keinen Wert mehr drauf, dass man mich kennt. Weil ich kann dann auf solche Freunde kann man verzichten. Parteifreunde. Als Freunde würde ich die sowieso nicht für die Haustür reinlassen. Obwohl wir damals, muss ich euch sagen, die ersten Versammlungen bei mir im Haus abgehalten haben. Da waren wir 20 Leute, die haben sich bekochen lassen. Die Birgit durfte damals die Kellnerin spielen. Und es haben mehrere Versammlungen gemacht. An das erinnern die sich alle nicht, weil die sitzen jetzt im gemachten Nest. Die sitzen ja hier in der Bundesgeschäftsstelle. Wenn ich schon am Schimpfen bin, schimpfe ich auch da gleich drüber. Ich wollte einen Gastzutritt zum Bundesparteitag haben. Es ist mir trotz Intervention und Bitten und Betteln nicht gelungen, eine Einladung zu bekommen. Also Digitale funktioniert nicht, Post funktioniert nicht, aber ich weiß jetzt, wie soll man mir auch was zustellen, wenn man mich gar nicht kennt.
Und ich freue mich auf euch. Ihr kennt mich, ich kenne euch. Ihr seid die kleine Vorhut für die, die hier mal kommen. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis hier tatsächlich Rambazamba ist und hier wirklich mal das aufs Tablett kommt, was muss, nämlich Merkel muss weg. Merkel hat uns das alles eingebrockt. Merkel, sie freut sich mit Merkel für MFD. Okay, ich lebe in der Abkürzung. Wo ist denn unser... Ja, danke schön. Auch ein gutes. Grüße, ihr Vogel. Es gibt einfach Leute, anstatt dass sie sich herstellen würden, würden sagen, du, ich finde es scheiße, was ihr da macht. Warum? Weil ich Merkel liebe. Was, der Bauer fährt nicht mit dem Fahrrad dran? Sauer. Na, den gibt's doch gar nicht mehr, oder? Hat sie den nicht schon abgelegt? Naja, gut, ist ja wurscht. Ist ja ihre Sache. Da hinten wird Karten gespielt. Ah, nee. Naja, doch, da, wo Herr Greiz steht. Greiz, guten Tag. Er kennt mich auch nicht mehr. Denkt sich auch, na, lass den reden, den alten Dackel da. Redet ja schon immer. So, wen habe ich vergessen? Niemanden. Mario, du schaust so jung aus. Für dich sollte man mindestens einmal im Monat Neujahr machen. Du nimmst es mit dem Neu ja sehr direkt. Ganz, das liegt an der schicken Begleitung. Genau. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Nein, 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 da würde man uns wahrscheinlich jetzt wieder was unterstellen. Was, wenn? Nee, ich hab noch ein bisschen was gedacht. Also, der Fischer. Der Gedanke. Ja. Ja, Leute. Ja, wir haben heute wieder mal unsere Sitzungen gehabt. Aber ich bin rechtzeitig weggefahren, wie gesagt. Ich muss dann immer noch so Ehrenrunden drehen. Die wollen ja sehen, dass ich noch ein bisschen laufen kann. Also noch nicht ganz zum Abschluss freigegeben. Oder Fangschuss nennt man das ja in der Jagd, ne? Aber, naja, aber ihr habt ja schon mal mitgeteilt, warum wir hier stehen. Und da du ja, ja. Möchtest du jetzt im neuen Jahr nichts mehr tun? Ich will zurück nach Freiburg, Karl-Heinz. Ja? Ah, nee, du hast jetzt hier Mario. Mario ist... Rose hat ihr eigenes Telefon. Ah, Mikrofon. Jetzt sind wir schon beim Telefon, Mikrofon. Und jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Eine Freiheit und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Bevor ich es jetzt vergesse, weil wir gerade beim Singen sind, also wir haben jetzt nicht von Umweltsäulen und Nazisäulen gesungen, wie es andere gerne tun, die von unseren Geldern leben. Ich habe mir erlaubt, Klausi hat es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe mir erlaubt, die Anleitung für die Barzahlung der Rundfunkgebühren zu befolgen. Nur Bares ist Wahres. Ja. Lest ihr euch das durch. Das ist auf Merkel muss weg. Haltet euch an das. Herr Steinhöfel hat das ja bestens beschrieben. Es wurde auch schon durchgeführt. Ihr müsst nicht kündigen. Ihr zahlt nur bar. Und bar heißt, das, was ihr hier in der Tasche habt,
Münzen, Pfennige. Lasst euch die Einzahlstelle nennen. Nicht sagen, ich zahle nicht mehr. Ihr zahlt. Aber ihr zahlt mit Bargeld. Dient nämlich auch dem Erhalt des Bargeldes. Denn die wollen nämlich den Weg gehen, dass wir nicht mehr über unsere Freiheit verfügen, nämlich zu kaufen, zu bezahlen, was wir kaufen wollen und bezahlen wollen, sondern die wollen uns hier als, ja, schon fast als Mumien führen, die hier nur noch auf Weisung und am besten dem Staat alles überlassen, das heißt dann unmündig machen. Also, auch die, die jetzt da zuschauen, ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt auch bei Steinhöfel schauen, der hat es dort auch nochmal beschrieben. Ihr geht her, verlangt die Mitteilung, wo ihr euren Beitrag einzahlen könnt. Man wird euch dann wieder sagen, naja, einzahlen, überweisen. Nee. Muss man nicht. Steht nirgends. Steht auch in keinem Rundfunkstaatsvertrag nirgends. Wir haben das Bargeld noch nicht abgeschafft. Und deswegen ist es noch gültig. Da müssen Sie heute die Gesetze ändern. Das werden Sie auch machen, wenn Sie merken, dass die Milliarden, die ein Herr Buro oder wie er heißt, dann nicht mehr bekommt, 600.000 im Jahr, nicht schlecht. Er arbeitet ja auch hart. Ja. Vor allen Dingen arbeitet er dahingehend, dass er hier diese, meine Oma ist eine Umweltsau, vom Netz nimmt und jetzt verlangen andere wieder, das wieder ins Netz zu stellen. Demokratie. Genau, Demokratie. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, auch der WDR. Und der WDR geht heute her und stellt es wieder ein. Ihr habt aber auch ein Recht. Ja, natürlich. Nämlich, das zu kaufen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht den WDR kaufen. Ihr müsst überhaupt kein öffentliches kaufen. Es gibt ja auch private. Die Privaten würden sich wahrscheinlich das dreimal überlegen, ob sie die Bevölkerung so vor den Kopf prellt. Also, wiederhole mich, geht dann auf die Merkel-muss-weg-Seite, holt euch die Anleitung, die ist leicht und verständlich, hab sogar ich verstanden. Ja, und ich bin Politiker. Das heißt ja schon mal was. Und hast ihn im Bild? Ich hab ihn im Bild. Ja. Gleich von zwei Seiten. Du kommst nicht mehr aus. Was wolltest du gerade sagen? Und Franz, vor allen Dingen, wir kennen ja auch noch, wie zum Beispiel der WDR oder auch die ARD vernünftig war. Ich habe nämlich mal wieder was immer schief gefunden. Stichwort, wo es noch den Sendeschluss gab. Da hatte doch die ARD sogar noch Schwarz-Rot-Gold obendrauf. Ja, das war aber dann noch, wo man deutsch war. Das war noch kurz und vor nach der Wiedervereinigung. Jetzt ist es ja ein Hetzsender geworden. Schaut euch das mal an, das gab's früher. Lieber Herr Buro. Nee, liebe Kanzlerin sage ich nicht. Das ist nicht meine Liebe, die ist auch nie runtergekommen. Das gab's noch. Es gab auch noch einen Sendeschluss. Richtig. Da hat man dann das Deutschlandlied gespielt. Auch im Radio. Sogar in Bayern. Da hat man dann als nächstes die Bayernhymne gespielt, das war auch noch gut. Aber das hörst du ja hier nicht mehr. Hier fahren nur Idioten. Das ist, wir werden es ja im Frühjahr, werden wir es ja wieder sehen, wenn sie da hier wieder durchkarren. Was wir aber noch haben, ihr könnt euch ja noch erinnern an diesen Herrn, der hier immer mit seinem Radio hier entlang lief. Und GEMA-Musik gespielt hat. Wir beide haben uns gewundert, warum uns Facebook anschreibt, wegen dieser GEMA-pflichtigen Musik. Wir haben ja damals schon gesagt, er spielt es deswegen ab, in der Hoffnung, dass man uns sperrt und dass man uns dann hier, ja, dass wir hier nicht mehr senden können. Und die Frage ist jetzt, wer schickt denn den? Wir wissen es. Hier gab es ja schon die ersten Anzeigen von ihm, die alle glimpflich ausgegangen sind. Aber das sind wirklich Methoden, Stasi-Methoden.
gibt's doch nicht. Das haben die früher auch gemacht. Die haben immer versucht, die Leute so hinzubringen, dass es einen Grund gab, die zu verhaften. Den einen oder anderen Austausch oder sonstiges. Aber die meisten mussten im Gefängnis bleiben. Da gibt es hier ja etliche, die das noch erzählen kann. Herr Greiz kann das ja auch sagen, oder? Richtig. Ja. Warum wurden Sie eingesperrt? Ja. Wissen Sie immer noch nicht? Sehr wohl weiß ich das. Ich wollte andere gesetzliche Möglichkeiten im Land DDR erwirken. Und da haben wir uns als Gruppe, 8 Personen waren wir, zusammengefunden, haben massiv protestiert, demonstriert, ja, und vieles andere noch gemacht und uns haben da auch geschlossen weggekascht von der Straße. Ja, dann habt ihr ja keine Heizung mehr gebraucht. Richtig. Ja, das hat ja auch was Gutes an sich gehabt. Und kein Wasser mehr zum Duschen. Was für ein Luxus. Klaus, ich gebe dir das wieder. Andreas. Du schaust schon so müde aus. Ich muss dich jetzt ein bisschen so, fit halten. Obwohl mich der Präsident ständig im Arm hält. Ja. Du bist richtig verliebt in den Kerl. Der mag ja so, wenn er so rüberkommt, mag er ja nicht schlecht sein. Der hat alles und ist auch nicht zufrieden. Also wir wollen das alles gar nicht. So, jetzt erzähl mir doch mal uns allen, wie denn deine, das war Neujahrsfeier, ne? Oder Weihnachtsfeier? Ja, ja. Die 200 Staatsreparatur. Also ich muss noch dazu sagen, Andreas hat eine Staatsreparatur. Das heißt, dort werden Veranstaltungen, 250 hast du mir geschrieben. Gäste waren da. Die 250 Gäste waren da. Er hat also hier ein Fest gegeben und hat hier als AfD, nachdem du ja auch eingeschmissene Fenster hinter dir hattest und in der Vergangenheit, weiß man ja noch, er hat was gemacht. Das ist nicht üblich. Auch nicht in der AfD. Er musste sich auch und muss sich noch anfeinden lassen, weil er was macht. Das ist nicht erwünscht. Oder liege ich verkehrt? Richtig. Also, Franz Wiese, ein bisschen muss ich es korrigieren. 250 hatten wir als Gäste bei unseren Veranstaltungen, bei unserer Weihnachtsfeier waren 25 Leute da. Aber insgesamt hatten wir 250 Gäste im letzten Jahr bei unseren Veranstaltungen, den Blauen Dialog in der Staatsreparatur im Jungfernstieg 4b. Das ist eines der beiden AfD-Büros, die es in Berlin gibt, wo AfD dran steht, wo AfD drin ist. Obwohl dieser Raum einer der wenigen Räume ist, die der AfD oder den AfD-Themen zur Verfügung stehen, wird er nicht ganz so genutzt, wie er genutzt werden könnte. Insbesondere gibt es in der Partei Mitglieder, die nicht so begeistert sind, weil eben dieser Raum in meiner Hoheit liegt und weil manche Menschen in der AfD denken, es sei besser, nicht mit bestimmten Leuten hier in der Partei gemeinsame Veranstaltungen zu machen. Franz Wiese ist ja so ein ähnlicher Weggenosse, politischer Weggenosse. Es gibt ja auch in der AfD die schon länger hier sind und die kürzlich dazugekommen sind. Und komischerweise werden die schon länger da sind, nicht immer so sehr geachtet. Egal, wir machen weiter und es muss ja auch neben denen, die gut reden können, auch Leute geben, die was organisieren, die was auf die Beine stellen. Und wir hatten jetzt gerade am landesweiten Stammtisch die Diskussion darüber, ob wir denn Demonstrationen machen sollten. Und da hat eine Dame aus dem Bundesvorstand gesagt, ja, also wir können keine Demonstrationen machen, wo irgendwelche schrägen Leute dabei stehen. Das sehe ich auch so. Aber es gibt ja in Berlin eine Veranstaltung, wo nur AfD drin ist und das ist nämlich die von Franz Wiese. Und da wurde es ganz still im Saal und dann hörte ich, dass diese Veranstaltung nicht bekannt sei. Außerdem solltest du doch mal die Erlaubnis der Bezirksvorsitzenden einholen. Das hast du offenbar nicht gemacht. Also da muss ich dich rügen. Solltest du vielleicht mal nachholen nach 2,5 Jahren. Gut, auch der andere Herr aus dem Bundesvorstand, der neue Vorsitzende, Herr Schupalla, kannte die Veranstaltung nicht. Das ist schade. Ich hatte ihn eingeladen, er kann nochmal vorbeikommen. Das würde sich einem Bundesvorsitzenden, glaube ich, ganz gut machen. Aber er hat das offenbar nicht in seinen Terminkalender untergekriegt. So ist es nun mal. Ich bin froh, dass ich hier bin. Es gibt so viele Themen, warum wir hier gegen die Bundesregierung und gegen Merkel aufstehen müssen. Es sind Themen wie die Bildungspolitik, die Verteidigungspolitik, die Energiepolitik
und die Sozialpolitik. Was aber die Deutschen am meisten betrifft oder was die dramatischsten Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben werden, sind die demografischen Probleme, die Deutschland hat. Die demografischen Probleme mit der eigenen Bevölkerung, die aufgrund einer mangelnden Familienförderung zustande kommen, und die demografischen Probleme mit den Bevölkerungsanteilen, die unsere Werte nicht teilen und die wahrscheinlich in anderen Ländern besser aufgehoben wären. Deswegen müssen wir die Bundeskanzlerin ablösen, und deswegen ist es richtig, dass Franz Liese und wir alle hier stehen und fordern, Merkel muss weg. Danke schön. Jawohl. Andreas, du hast den berühmten Nagel aber sowas am Kopf getroffen. Ich glaube, da jaulen jetzt welche, heimlich, vor dem Computer oder im Livestream. Schön, dass wir das nicht hören, aber man kann es spüren. Es nagelt. Es tut weh. Also nochmal zu den Personen, wo du gesagt hast, vor 2,5 Jahren hätte ich dich schon anmelden sollen. Die einzigen, die das mitbekommen haben damals, 16. November, 2016, da waren wir nicht hier, sondern waren wir da hinten, wo der Weihnachtsmarkt ist. Gendarmenmarkt. Gendarmenmarkt. Mhm. Da war die erste Veranstaltung. Und wer hat es mitbekommen? Die Antifa. In die Media kannst du es immer noch nachlesen. Da wurde geschrieben, dass also hier so ein kleines Häuflein von 30, 40 Leuten hier aufgetreten sind, dass dann, wie hieß der, irgendeiner von der rechten Seite kam dann, die haben dann hier 10 Mann, die haben dann hier angeblich für Streit gesorgt. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, die Polizei ist dann sofort eingeschritten. Es gab dann aber auch keine Ausschreitungen, weil wir haben, oder ich habe dann die Demo auch wieder abgesagt. Das war also eine halbe Stunde. Wir wollten ja dann von dort aus zu Fuß hierher laufen, aber die Polizei war nicht dafür, sondern dass wir, und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, warum wir hier schon seit fast das 150. Mal da sind. Und zudem, dass man sagt, ich müsse mich melden, so wie ich ein freies Mandat habe, habe ich auch das Recht zu demonstrieren, egal wo. In unserer Satzung der Alternative für Deutschland steht nichts geschrieben, dass man sich bei dem oder der Vorsitzenden erstmal zu melden hat. Also wenn wir das jetzt anfangen, dann haben wir ja den Weg, den wir damals begonnen haben zu beschreiten, wo wir recht erfolgreich sind, sind wir jetzt dabei, uns selbst die Steine in den Weg zu legen. Denn warum sollte man hier erstmal fragen, wer viel fragt, gibt viel ihr. Kommt doch her. Wenn es euch nicht passt, kommt halt her. Ihr könnt ja hier auch sprechen, ihr könnt ja sagen, warum man hier sich erstmal anmelden muss. Also anmelden muss ich mich bei der Polizei nach Demonstrationsrecht. Und ich kenne keine Satzung der AfD, in der geschrieben steht, ich muss mich bei der Vorsitzenden der AfD Mitte anmelden. Werde ich auch nicht tun. Dann können Sie mich auch rausschmeißen. Dann sind wir heute nur noch, vielleicht gibt es da nur noch ein oder zwei, die damals mit der Gründung befasst waren, der AfD. Das hat man ja, weiß man ja, es stören ja nur einige. Die Alten müssen weg. Das gibt es im freien Leben auch. Also das hat jetzt nichts bloß alleine mit der AfD zu tun, sondern man hat Angst, dass der Futternapf dann nicht ausreichen sollte. Ich möchte den Leuten nur sagen, so wie Andreas auch, wir zahlen all das aus unserer Tasche. Und das sollten die, die hier immer die Lippe so groß aufreißen, mal auch beweisen. Und gerade diejenigen, die so tun, als wenn sie alles stemmen würden. Ich habe keinen gesehen. Es gab nur wenige. Und ich habe es ja vorhin gerade gesagt zur Einleitung. Man hat bei mir, weil wir keine Versammlungsgebäude uns leisten konnten, Gaststätten wollten die keine, haben wir uns bei mir eingefunden. Zum Glück war Platz, wo man auch 20 Leute, 25 Leute um den Tisch gebracht hat. Wir haben dann später, weil da gab es dann auch eben kleine Probleme, zwischenmenschliche Probleme mit, ja, das passt mir nicht, das passt mir nicht, habe ich gesagt, okay, und dann ist der Weltenlohn, gehen wir in die Gaststätte, und dann haben wir heute in der Gaststätte gesagt. So. Aber was von den Leuten vergessen wird,
Wir haben damals die ersten Erfolge eingefahren. Wir hatten damals 2014, oder Wahlkampf war 2013. Oh, Franz Besuchergruppe beim Kanzleramt. Merkel muss weg! 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 Ja, das hat die Besuchergruppe gehört. Aber wenn ich gerade so beim Austeilen bin, ich war heute bei uns im Landtag, in der Fraktion, da wurde mir dann so im Vorbeilaufen bei einem, wurde mir mitgeteilt, dass eine neue Person, die da mitarbeiten möchte, sich darüber ausgelassen hat, dass es ja bei uns in der Fraktion zwei gibt, die sehr schwierig werden. Außer hier gibt es noch einen. Der schwierig. Es gibt noch einen. Ich weiß nicht, wer der andere ist. Aber man hat mich namentlich genannt. Aber nicht, dass sie dich für zwei gezählt haben vielleicht. Ja, da bin ich immer noch am Denken. Aber Andreas, gut, dass du mir das nochmal unterschiebst. Ich habe ja hernach eineinhalb Stunden Zeit, um mit dem Auto dann zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Übrigens, ich weiß nicht, ob die anderen auch in der Woche drei, vier, fünf Veranstaltungen haben oder ob sie sich selber beweihräuchern in irgendeinem Veranstaltungssalon. Also wir machen das, wir sind auf der Straße. Du ja genauso von Anfang an. Ich erinnere mich noch, wo wir da in Berlin, da wie hieß der? In dem Lastwagen. Lastwagen, genau. Wo ich ja schon fast Kran gebraucht habe, dass ich mich hochkomme, weil ich ja die Knie nicht abbiegen konnte. Ich habe dann versucht, mich hochzustemmen. Ich wusste gar nicht, dass du so stark bist. Rathaus Steglitz. Rathaus Steglitz, genau. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Bitte. Es gibt doch diese französische Gruppe, Les Brigandes. Les Brigandes. Ja. Habt ihr die denn schon mal eingeladen? Die singen doch dieses wunderbare Lied, Frau Merkel muss weg. Französisch, ja. Ja, wer kann denn Französisch? Ja, können wir ja auch. Nein, also du hast eine gute Idee. Wir können ja mal fragen. Wir können ja fragen, ob die kommen würden. Wir machen uns auch so Masken, denn, damit wir nicht erkannt werden. Passt mir sowas. Was? Passt mir sowas. Ich glaube, ich habe doch Maske genug, Mensch. Ich stehe auf Maske. Ja, schreib die mal an. Mario, ich stehe zu meinem Aussehen. Ja, ich stehe auch. Ja, also. Du bist sehr mutig, ja. Unverwechselbar. Ja, sag ich ja. Aber vor dieser Gruppe kann ich bloß warnen. Ich stand vor. Was vor meiner Gruppe? Vor der französischen Gruppe hier, diese. Lebrigat. Sie wollten mit mir Kontakt herstellen, weil sie meine Initiativen vor vielen Monaten eigentlich aufgreifen. Diese französische Gruppe, davor kann ich nur warnen, sie wollten sich, ich muss mal sagen, mich meiner Person anschließen. Meine Initiativen waren gefragt in dieser Gruppe und als ich dann näheren Kontakt hatte zu dem, mir fehlt jetzt der Name, zu der Hauptperson dieser Gruppe, der wohnt in Mecklenburg irgendwo, stellte sich schnell heraus, das ist für mich eine reine, ja wie soll ich sagen, Kirmesgruppe. Sie verteilt Bier, Getränke, sie verteilt Fahnen, alles Mögliche, aber zur Sache, zur Thematik hat sie wenig Aussagekraft, muss ich sagen, obwohl sie großen Zulauf hat. Ja, aber lad die doch mal ein. Ne? Ja, man kann sie ja mal einladen. Ja. Merkel freut sich bestimmt, die fängt dann in ihrem Zimmerchen dann zu tanzen an. Ja. Aha, es ist immer. Merkel muss weg. Also. Merkel muss weg. Aber schnell. Also denkt dran, wir haben hier Zuschauer. Das ist Livestream. Die sitzen irgendwo noch in Amtsstuben. Sie müssen jetzt das alles runterdrehen. Müssen den Fernseher ausmachen oder den Computer ausmachen. Weil sie denken, die Kollegen kommen jetzt gleich rein, weil da irgendjemand Schmerzen hat. Aber Franz, da fällt mir gerade noch ein Ausspruch ein von Frank Christian Hansel. Den hatte ich doch mal erwischt mit der Kamera und er sagte, er kommt ja nicht hierher, weil ja Frau Merkel eh schon so gut wie weg ist. Nee, ist sie eben nicht. Die ist heute, war sie wieder hier und hat Kabinettssitzung gemacht. Die ist nach wie vor da und macht ihren Blödsinn. Also herkommen, Herr Hansel. Ja, was soll sie denn auch zu Hause?
Das ist doch das Problem für die Frau. Die ist überflüssig, aber sie hat daheim ja auch nichts mehr zu tun. Und das letzte Flugzeug nach Südamerika ist ja auch weg. Die dann das geschafft haben, die sind auch weg. Mit wem soll sich denn treffen? Aber ich habe mir jetzt mal, da gibt es hier so einen Journalisten, Knabe heißt der, der hat jetzt mal aufgelistet, wer hier wo alles in der DDR bei der Stasi so die Großkotze waren. Alles, was hier die Spitzenpolitiker waren, von den Grünen, von den Roten, Grünen sind ja von der DKP gekommen. Das waren all diejenigen, die damals schon die Leute drangsaliert haben, eingesperrt haben, verfolgt haben oder verfolgen haben lassen. Und ich kann nur sagen, schaut einmal, wenn ihr so einen Artikel findet, wo der Knabe das beschreibt, wer in der DDR was gemacht hat. Es ist lesenswert. Es ist lesenswert. Ihr müsst auch nichts bezahlen, glaube ich. Das hat er auf Facebook. Aber es öffnet die Augen. Und das ist das Wichtigste. Dass wir wieder so auf die Hallo-Wach-Position kommen. Denn man gewöhnt sich so dran, dass der Zustand, so wie er ist, gegeben ist. Nein, das ist ganz gefährlich. Wir müssen wirklich versuchen, diese Leute, die nichts anderes wollen, als die alte Republik wiederherzustellen oder, die müssen wir wegholen. Wir wollen nach unseren Regeln leben und nicht nach den ihren, die damals für viele im Gefängnis geendet hat. Wir werden uns auch nicht verbiegen lassen. Die Schreier, wenn es kalt ist, sind es ja ganz wenige. Fahrrad, schade, dass es nicht schneit. Schade. Weil dann hätte ich gerne diese Friday for Future oder Future for Friday oder wie sie auch immer heißen. Und dann die anderen, die hier in Dras da vorne im Kreisverkehr rumgewankt sind. Eigentlich hätten die alle eingesperrt gehört. Naja. Extinction Rebellion meinst du, ja? Ja, genau, die Rebellion. Ich frage mich nur, was da rebellisch war. Die waren, das sagt man früher, du bist noch zu jung. Aber in meiner Zeit waren die zugekifft. Die sind da rumgestochen. Die waren fertig. Ja, die sind ja jetzt auch noch. Gibt ja hier alles umsonst. Die Görlitz-Dealer, die werden doch jetzt von der Polizei geschützt, damit hier die Bürger nicht mehr ihren Park besetzen. Wo sind wir jetzt gelandet? Öffentliches Irrenanstalt. Die haben doch nur ihren Privatverbrauch dabei. Das sind doch nur 15 Gramm. 15 Gramm, mit 15 Gramm kannst du dich doch bloß eine Woche hinter Sofa werfen. Also das ist Privatverbrauch. Das ist nur in Berlin so hoch, dieser Wert. Und da kann also jeder Dealer immer seinen Privatverbrauch verkaufen. Und wenn er dann nichts mehr hat, geht er nach Hause und holt seinen nächsten Privatverbrauch. Und die Polizei kann ihn deswegen nicht festnehmen. Das ist doch eine ganz schlaue Regelung. Also, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Eigenbedarf. Also ein Eigenbedarf. Also, das ist dann so, als wenn ich mir einen Kasten Bier hole. Erdinger Weißbier. Erdinger Bräu, hört ihr das? Alkoholfreies. Ehrlich, die kommen immer nicht aus. Betrinkt ja Kinder in Berlin. Wie bitte? Betrinkt ja Kinder in Berlin. Na, da hast du aber mit den falschen Karten gespielt. Das ist jetzt das Innenbier, nicht das Dünnbier, sondern das Innenbier. Dieses alkoholfreies, das ist also hier die schlanke Flasche im blauen Etikett. Könnt ihr eigentlich so gar nicht schief gehen, weil das mit Alkohol, den der nicht der verträgt und der auch nicht möchte, ist das Schild oder der Aufkleber bräunlich. Hat also nichts mit Nazi zu tun, sondern man hat halt versehentlich das Bräunlichere genommen. Man kann nicht auf alles achten. Ich schaue eh schon immer, dass ich ja keine falsche Jacke anziehe. Aber ich bin ja damals, ich bin damals, da warst du glaube ich auch da, wo wir mit den gelben Westen hier waren, wo sie dann plötzlich kamen und haben gesagt, ihr wollt also die in Frankreich kopieren. Hä? Ja, wir wollen schon, weil die kämpfen ja auch. Die kämpfen auch für ihre Republik.
und nicht für Macrons Republik. Und wo liegt denn der Unterschied zwischen Merkel und Macron, außer dass sie alt sind? Und ich habe jetzt ein Bild gesehen von dem Macron seiner Frau, die ja eigentlich im Hintergrund die Fäden zieht, habe ich jetzt gelesen. Naja, es gibt Museen, da werden solche Figuren ausgestellt. In der Art, meine ich. Gut. Aber unser Freund Trump. Ah, Alter, hast wieder mal den Bömmchen losgelassen. Ja. Jetzt hast du dich versteckt. Ja, ist nicht nur die feine Art. Andererseits, die Kerle sind ja auch nicht immer so fein. Und, ja, die waren noch nie fein. Ja, also insofern kann man durchaus auch für gewisse Aktionen von Präsidenten Trump Sympathien haben. Ja, aber die Aktionen sind mir immer noch nicht, oder die Reaktion, auf was die erfolgt ist, ist mir immer noch nicht geläufig. Ich weiß immer noch nicht, warum er hier so ein Einzelnen, so eine Rakete kostet ja Geld. War das denn wert? Drei Mann haben sie da, glaube ich. Ja, auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, dass dieser Iran-Deal wahrscheinlich ein sehr großer Fehler war. Naja, mit Sicherheit. Also man, ja, stellt euch mal vor, es würde jetzt jeder anfangen, der sich hier so eine Rakete leisten kann und eine Drohne leisten kann, würde anfangen, hier einen seinen Nachbarn einfach mit der Rakete abzuschießen. Erstmal bräuchten die ihre Gärten nicht mehr umgraben. Die werden dann schon umgegraben. Und das Zweite ist, es bleibt ja nichts mehr übrig. Was ist jetzt los? Meinst du, das ist jetzt die Drohne, die kommt? Das ist die Drohne, die jetzt gestartet ist. Also, liebe Zuschauer, sollte jetzt in der nächsten 10 Sekunden hier so ein Haufen sein, das waren wir. Genau. Aber das war nicht dran. Nee. Der steht ja hier. Ja, Leute, wir kriegen das schon wieder hin. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und hallo, du bist jetzt gefragt. Wir müssen das mal üben mit dir. Du bist ja auch schon fast das 150. Mal hier und weißt immer noch nicht, warum du hier bist. Du musst singen. Ja. Was singen wir denn jetzt? Und jetzt singen wir die deutsche Nationalhymne. Das ist die Nationalhymne, werte Damen. Lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit, Recht und Freiheit sind des Glückes unterbrannt. Blühen Phase ihres Glückes, blühen deutsches Vaterland. Blühen Phase dieses Glückes, blühen deutsches Vaterland. Dankeschön, super. So, jetzt. Von? Schöne Grüße zurück, freut mich. Lutz, komm hierher. Nächsten Mittwoch. Jawohl, ich würde mich sehr freuen. Nicht bloß du, Lutz, pack alles ein, was du finden kannst. Die Züge sind voll, schick sie hierher. Bahnhof ist nur da oben, in 5 Minuten seid ihr hier. Nach einer Stunde könnt ihr wieder heimgehen. Wir sind heute für heute schon wieder am Ende. Wir haben 18.58 Uhr. Ich habe also hier dem jungen Mann, wo ich vorhin höflich darauf hingewiesen wurde, dass man hier nicht parken kann. Ich weiß immer noch nicht, warum man hier nicht stehen kann. Ist eine Baustelle, hier fährt kein Auto, Merkel fährt nicht vorbei. Nichts fährt hier, aber ich darf mich nicht hinstellen. Gut. Ist nun mal so. Wir werden für jede Revolution erst mal eine Bahnsteigkarte lösen. Und dann werden wir schon zurechtkommen. Leute, wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei euch recht, recht herzlich. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ja, klar. Jetzt habe ich meinen Terminkalender wieder nicht angeschaut. Ich habe immer so eine große Lippe. Was? 15. 15, kann sein. 18. Was denn jetzt? Nee, heute ist der 18.
15. Also 15. müsste es gehen. Die Termine häufen sich wieder. Es hat nichts damit zu tun, dass ich zu faul bin, sondern es häufen sich die Termine. Ja, ich bin ja in verschiedenen Ausschüssen mittlerweile. Ich bin in verschiedenen, im Kreistag, hier und dort. Es ist nicht mehr so einfach. Also wenn hier Leute meinen, auch sind wir nochmal zum Abschied bei unserer Partei, wenn die meinen, dass wir nur deswegen demonstrieren, weil wir sonst nicht wissen, was wir tun sollen. Nee, liebe, ich hätte schon fast gesagt Genossen. Aber wir sind ja keine Genossen, wollen wir sagen lassen. Leute, kommt gut heim, passt auf, es ist doch dunkel. Geht nicht alleine oder nicht zu weit. Schaut immer, wer hinter euch läuft und schließt euch dann irgendeiner Gruppe an. Es ist immer noch so, dass einfach zu viele Idioten rumlaufen, die gar nicht wissen, warum sie hier irgendjemanden einladen. Kommt gut nach Hause, herzlichen Dank. Tschüss. Ja, soweit die 145. Veranstaltung. Merkel muss weg Mittwoch. Und hier rumpelt es wieder. Scheinbar wird hier irgendwas durch die Straßen geschoben. Das ist ja immer noch eine Großbaustelle. Und die auch nach wie vor nicht beendet ist. Die ist immer noch großräumig abgesperrt. Aber das hindert uns nicht daran. Und auch wenn Sie mal persönlich in Berlin vorbeischauen, kommen Sie ans Kanzleramt ran, vor das Kanzleramt, und rufen Sie, Merkel muss weg. Zeigen Sie Gesicht. So geht's nämlich. Und für Deutschland und immer schön patriotisch bleiben. Einen schönen Abend aus Berlin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.